Sieht aus wie ein chinesischer Yang Wei-Kreuzer mit nordkoreanischer Zerstörereskorte. Die Lage im Gelben Meer hat sich heute zugespitzt, als ein japanischer Frachter von nordkoreanischen und chinesischen Einheiten aufgebracht wurde. Bislang fehlt jede offizielle Stellungnahme seitens der nordkoreanischen Regierung. Zur gleichen Zeit forderte der chinesische UN-Botschafter Long Dan die USA und ihre japanischen Verbündeten auf, die Ruhe zu bewahren. Die Blockaden seien eine gerechtfertigte Reaktion auf das, was weite Teile Asiens für eine neuerliche Aufrüstung Japans halten. Diese Blockade ist ein kriegerischer Akt. Der Nationale Sicherheitsrat berät gerade über die zu veranlassenden Gegenmaßnahmen. Bis dahin schicken wir das neue Spionageschiff USS Walsh dahin. Dort an Bord befinden sich meine besten Männer. Sieh mal einer an. Die Chinesen und die Nordkoreaner arbeiten wieder mal zusammen. Wie wir es vermutet hatten. Ist das Ding da ein 056-Prototyp? Ja, ganz genau. Und, bist du noch seefest? Ja, ich glaube schon. Gut. Der 056-Prototyp ist nämlich nicht die einzige Neuheit, die es da draußen gibt. Admiral Otomo, Befehlshaber der neu gegründeten japanischen Kräfte für Cyberkriegsführung, sagte dazu: Dies ist nur ein weiterer Versuch Chinas und Nordkoreas, unsere Wirtschaft in den Abgrund zu treiben. Das japanische Volk ruft seine Verbündeten dazu auf, sich an ihre Zusagen zu halten und uns im Kampf gegen unseren gemeinsamen Feind zur Seite zu stehen. Ich hoffe, dass unsere Verbündeten schnell handeln und alles ihnen Mögliche unternehmen werden, um Japan und seine Grenzen nach außen... Fakt ist, dass große Teile der asiatischen Bevölkerungen die Bildung der Sonderkräfte für Cyberkriegsführung für einen Bruch der Waffenstillstandsvereinbarungen halten, die nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen wurden.
In Asien erinnern sich noch viele mit Schrecken an die Unterdrückung durch Japan. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, Senator. Ist mir auf jeden Fall ein Vergnügen, Sie an Bord begrüßen zu können. Nettes Schiff haben Sie da. Danke. Wir haben am Vorderdeck Platz gemacht. Fühlen Sie sich doch wie zu Hause. Da wird niemand merken, dass Sie an Bord sind. Fischer, ein amerikanischer Ingenieur namens Bruce Morgenholt, wurde von einer peruanischen Separatistengruppe entführt, die sich die Stimme des Volkes nennt. Ihr mutmaßlicher Anführer, Hugo Lacerda, ist ein hartgesottener Revolutionär, der den Information Warfare für die einzig wirksame Methode zur Durchführung einer Revolution in der modernen Gesellschaft hält und dies auch offen propagiert. Du musst dich dorthin begeben und jegliche Informationen, die man aus Morgenholt rausgequetscht haben könnte, sichern oder vernichten. Und den Mann, sofern es dir möglich ist, retten. Was Lacerda angeht, er hat sich gerade auf unsere Liste möglicher Ziele befördert. Sollte sich eine Gelegenheit bieten, nutze sie. Geiselrettung fällt normalerweise nicht in unseren Aufgabenbereich. Aber Morgenholt gehörte dem Projekt Watson an, der UN-Kommission, die Philip Messis Arbeit nach der Sache in Georgien untersuchte. Man fürchtet, dass diese Entführung nur der Verschleierung dient und man von Morgenholt geheime Informationen über Messis Colonels erhalten will. Nun, Tatsache ist, dass einige der Spielereien, die sich Messi ausgedacht hat, eine Menge Schaden anrichten könnten. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass diese Informationen in fremde Hände gelangen. Das Zielgebiet ist ein Leuchtturm, der sich unmittelbar neben einer verlassenen Festungsanlage aus der spanischen Kolonialzeit befindet. Wir besitzen keine exakten Informationen über Morgenholz Aufenthaltsort. Du musst ihn also selbst finden. Du wirst bei Nacht mit dem Zodiac an den Strand unterhalb der Festung fahren. Wärmebilder zeigen, dass sich unter der Anlage einige alte, natürliche und halbnatürliche Höhlen befinden. Vielleicht führt über diese ein Weg hinein. In Ordnung, Fischer. Der Helikopter wird Sie einen Kilometer vor der Küste mit dem Zodiac absetzen. Die Extraktion erfolgt dann per Helikopter, von der Spitze des Leuchtturms aus. Displace International unterhält mit Wright Bridget Technologies einen Vertrag zum Schutze ihrer VIPs in potenziell gefährlichen Situationen. Wir haben für das Projekt in Peru eine gründliche Lagerakte durch Analyse geführt und den Schutz Morgenholz übernommen. Die Kerle, die ihn entführt haben, wussten genau, was sie taten. Das war keine einfache Touristenentführung. Ich habe bei der Aktion drei gute Männer verloren und bereite gerade einen Rettungsplan vor, den ich nur noch von Morgenholz Familie und Wright Bridget absegnen lassen muss. Diese Geschichte wird Displace eine Menge Geld kosten. Ist alles in Ordnung? Es kommt von weiter vorne. Aber Lambert, wenn ich an Guerillas denke, dann denke ich automatisch Kalaschnikow. Wie meinst du das? Auf mich sind schon genug AKs abgefeuert worden, um sagen zu können, dass das keins war. Verstanden. Ich versuche herauszufinden, ob es hinsichtlich der feindlichen Ausrüstung Auffälligkeiten gibt. Und halte uns auf dem Laufenden. Guck mal, da ist irgend so eine alte Brücke. Weißt du, ich habe gehört, dass diese alten Höhlen von Schmugglern genutzt wurden. Schmuggler?
Ja, die hatten hier unten bestimmt alle möglichen Geheimwege und Tunnel. Komm schon. Sei vorsichtig. Es ist sicher. Keine Sorge. Gehst du hin? Pass auf! Das sieht mir nicht gerade sicher aus! Sei kein Narr! Solche alten Höhlen sind gefährlich. Ich gehe keinen Schritt weiter. Schön. Mach, was du willst. In Ordnung. Ich werde dann mal zurückgehen. Okay. Ich werde hierbleiben. Genieße die Aussicht. Hat dir keiner gesagt, dass es gefährlich ist, sich in Höhlen herumzutreiben? Oh nein! Sie werden mich töten, nicht wahr? Nur wenn du es schaffst, dass sich meine Laune nicht weiter verschlechtert. Und jetzt sag mir, was ich wissen will. Munition oder Erste-Hilfe-Ausrüstung. Schauen Sie in der Festung nach. Die haben da drin Unmengen von dem Zeug. Mann, ihr seid wirklich hilfsbereit. Warum müsst ihr nur für die bösen Jungs arbeiten? Sie sind der amerikanische Unterdrücker. Sie sind der Böse. Willst du, dass sich meine Laune verschlechtert? Was? Nein! Dann ist dieses Gespräch beendet. Nettes Teil. Wo hast du es her? Oh Gott, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist aber schlecht. Wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Ich schwöre es. Bitte töten Sie mich nicht. Na schön. Wenn du nicht weißt, woher die Waffen kommen, dann sag mir was anderes, mit dem ich was anfangen kann. Morgenholt. Morgenholt. Sie sind sicher seinetwegen hier. Er befindet sich einen Raum weiter. Ich glaube, Sie foltern ihn. Sie foltern ihn? Danke für die Information. Keine Ursache. Ich glaube, du hattest recht, was ihre Waffen anging, Sam. Ja, wir haben hier eine nette kleine Sammlung Hightech-Equipment. Du musst herausfinden, woher es stammt. Sieh nach, ob sich an den Kisten SSCC-Strichcodes befinden. Und scanne sie mit deinem EEV.
Dem SSCC-Code zufolge handelt es sich um Kiste 1 von 5. Versuche, die anderen 4 zu finden. Ich tue mein Bestes. Komm raus und hör auf, dich zu verstecken! Und weiter. Glaubst du nicht, dass er genug hat? Er hat genug, wenn er aufhört zu reden. Reden? Madre de Dios, der hat doch schon seit einer Stunde kein Wort mehr herausbekommen. Vielleicht tut er ja nur so. Wo kommt denn das Geräusch? Du bist so gut wie tot. Ich sag's dir. Irgendwo muss er sein. Er muss irgendwo sein. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Und
Und was mache ich, wenn ich ihn finde? Der ist mir bestimmt überlegen. Ich kann dich schon jetzt nicht leiden. Mach es nicht noch schlimmer für dich. Wer sind Sie? Halt die Klappe. Warum hast du Morgenholt gefoltert? Lacerda hat uns den Auftrag gegeben. Warum? Was will er wissen? Irgendwas Mathematisches. Oh, Programmierzeug. Ich habe keine Ahnung davon. Du bist also einfach nur ein dummer Kerl, der Leuten gerne wehtut. Ja, genau. Fällt dir irgendein Grund ein, warum die Welt ohne dich kein besserer Ort wäre? Bitte. Ich... Hatte ich auch nicht erwartet. Lacerda hat uns dazu gezwungen. Ha! Oh, hier stinkt's. Hört sich nicht gut an, Fischer. Die Geräuschkulisse ist nicht das Problem. Du solltest das hier mal riechen. Bist du sicher, dass er tot ist? Toter als Elvis. Okay, lass die Leiche zurück. Wir müssen versuchen, alle Informationen zu sichern, die bei den Verhören zutage gefördert wurden. Grimm wird sich wieder bei dir melden. Messis Algorithmen verraten haben mag, diesen Ort niemals verlassen wird. Okay. Ich habe einen HF-Funklink entdeckt, der von einem Techniker stammt, der den Raum kurz vor deinem Eintreffen verlassen hatte. Ich soll also jegliche Daten sichern, die er vielleicht auf ihre Server hochgeladen haben könnte? Genau. Wie es aussieht, haben sich die Guerilleros nicht auf einen längeren Aufenthalt eingerichtet. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie ein Alarmsystem installiert haben. Gut. Hey. Wichtig aus. Ich halte mich strikt an meine Vorschriften. Von mir erfahren Sie nichts. Wirklich? Sieht so aus, als hättest du heute Morgen vergessen, dich zu rasieren. Lass mich dir ein wenig helfen. Ha! Sie können nicht! Ey! Was tun Sie da? Okay! Okay! Was wollen Sie wissen? Ich suche Lacerda.
Er hat sich in letzter Zeit sehr schlecht benommen. Tja, dann verschwenden Sie Ihre Zeit, Amerikaner. Er ist vor einer Stunde in einem Boot weggefahren. Er könnte jetzt überall sein. Dann werde ich ihm wohl folgen müssen. Keine Sorge, er wird nicht entkommen. Ich hoffe, das Wasser ist warm. Jetzt wissen wir es wohl mit Sicherheit, Fischer. Ja, scheint, als wäre Lacerda schon lange weg. Wir werden versuchen, ihn durch Eglon aufzuspüren. Mach dir um ihn keine Gedanken. Nun, wir halten dich auf dem Laufenden. Hast du die Zeitung gelesen? Nein. Was gibt es denn? Es geht um Hernandez. Hernandez? Nein. Ist er verletzt? Schlimmer. Nein. Tot? Schlimmer. Sie haben ihn an Atletico Melgar verkauft. Verkauft? Niemals. Unmöglich. Das glaube ich nicht. Ich schwöre, es ist die Wahrheit. Wenn du dich irrst,
Ich schwöre bei der Ehre meiner Schwester, dass ich dir den Kopf abschneiden und ihn als Bowlingkugel verwenden werde. Es ist wahr. Lies in der Zeitung nach. Ich bringe mich um. Das sind 4 von den 5 Kisten, Sam. Suche nach der letzten. Hey, the wait is over. Pick up your copy today of Inoculation. The new release by the Hot Dog. Warum hast du Morgenhold gefoltert? Lacerda, er will Algorithmen. Irgend so ein Computeralgorithmus. Was will ein zweitklassiger kommunistischer Revolutionär mit einem Computeralgorithmus? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht einmal Lacerda selbst weiß das. Vermutlich hat uns jemand angeheuert. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Lacerda, er hat eine Menge Geschäfte gemacht. Irgendwas geht da vor.
Ich weiß noch nicht was. Aber du weißt nicht, mit wem er gesprochen hat. Nein. Dann habe ich auch nicht länger Verwendung für dich. Seien Sie gnädig. Dies ist der Server, auf den der Techniker die Verhörprotokolle übertragen hat. Versuche darauf zuzugreifen. Gute Arbeit. Das hat alles gelöscht, was Morgenhold Ihnen verraten haben könnte. Werden Sie sich nicht fragen, was damit geschehen ist? Es war kein Problem, deinen kleinen Eingriff wie einen gewöhnlichen Speicherfehler aussehen zu lassen. Keine Sorge. Wir geben dir nur die besten Werkzeuge in die Hand. Gott sei Dank, da ist nichts. Bitte mach, dass da nichts ist. Verdammt, tut das weh! Los, nach vorne! Geht nach links! So gut wie tot. Ich sag's dir. Er muss irgendwo sein. Was mache ich, wenn ich ihn sehe? Irgendwo muss er sein. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Oh, ich wusste, dass sie kommen würden. Hä? Mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben habe ich auf den Tag gewartet, an dem sie in Schutze von Donner und Dunkelheit kommen und das zu Ende bringen, was sie einst begonnen haben. Wovon sprichst du? Sie sind einer von ihnen. Einer von den Amerikanern, die meine Familie getötet haben. Und jetzt sind sie zurückgekehrt, mich zu holen. Ich glaube, da liegst du falsch. Tun sie, was sie wollen. Ich habe immer gewusst, dass es so enden würde. Ich bin bereit zu sterben. Du bist mir irgendwie unheimlich. Töten Sie mich! Ich sehne mich danach, meine Familie wiederzusehen. Vater, ich... Irgendwo muss er sein. Gute Arbeit, Fischer. Wenn es uns gelingt, die Informationen, die du anhand dieser Kiste was geht hier vor? Zu analysieren, können wir die Arbeit einer Menge Leute ein ganzes Stück sicherer machen.
Kommt es, dass nie jemand etwas tut, um meine Arbeit sicherer zu machen? Jetzt stelle ich noch ein paar Analysten ein, die dann mit dir zusammenarbeiten. Wenn ich so drüber nachdenke, bin ich Gefahr gar nicht zu tun. Was war das? Oh Mann, es wird ja immer schlimmer. Komm raus! Komm schon raus! Wie ein Geist!
Die Sache wird immer schlimmer. Evening Star an Maria Narcissa, bitte melden. Evening Star an Maria Narcissa, bitte melden. Fracht erhalten, Maria Narcissa. Alles in Ordnung. Verstanden, Evening Star. Es sind Kurs an Bord und wir haben den Leuchtturm passiert. Bestätigt, Maria. Verstanden. Maria Narcissa, Ende. Maria Narcissa. Ich hoffe, ihr versucht nicht schon wieder ein Blind Date für mich zu arrangieren. Die Maria Narcissa ist ein hässlicher alter Kahn. Das war das Mädchen bei der letzten Verabredung auch. Fischer? Ja, schon gut. Entschuldigung. Die Maria Narcissa ist ein Frachter im Besitz von Celestina Incorporated, einer portugiesischen Transportfirma. Er ist auf den Philippinen registriert. Transpazifische Frachtverträge. Eine Menge Details fehlen. Klingt verdächtig. Klingt, als hättest du doch wieder ein Blind Date. Kann's kaum erwarten, sie zu treffen. Fischer, du hast deine Primärziele erfüllt. Sobald du bereit bist, können wir dich da rausholen. Gib dem Helikopter von der Spitze des Leuchtturms aus das Signal. Sorge aber zuerst dafür, dass das Licht aus ist. Mach. Mit wem hast du gesprochen? Was? Wer sind Sie? Ich bin der Kerl, der dir die Knie zertrümmert, wenn du mir nicht sagst, mit wem du gesprochen hast. Oh Gott! Oh, es war Lacerda. Hugo Lacerda. Wo ist er? Ha!
Der Leichnam des gekidnappten Computerspezialisten Bruce Morgenhold ist heute Morgen in einer Villa in Peru entdeckt worden. Den Ermittlungen zufolge ist sein mutmaßlicher Mörder Hugo Lacerda, der Anführer einer Guerilla-Organisation namens Stimme des Volkes. Hier nun Bilder vom Auslaufen des hochmodernen Kriegsschiffes USS Walsh. Es ist auf dem Weg ins Gelbe Meer zu seinem ersten Einsatz. Minister Mason nannte es die Waffe des 21. Jahrhunderts. Es bekräftige Amerikas Bündnistreue zu seinen japanischen Verbündeten. Wir hoffen darauf, dass die Anwesenheit der Walsh, die mit der modernsten Rüstungstechnologie ausgestattet wurde, die unser Land zur Verfügung hat, als deutliches Zeichen unsererseits Frieden einkehren lässt.